In diesem Video schauen wir uns mal die Zwei-Faktor-Authentifizierung TOTP an. Das ist ein offener Standard und er wird zum Beispiel von Posteo eingesetzt. Als erstes sollten wir aber mal klären, was ist denn eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und gegen was schützt die mich? Also die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die kennt ihr schon, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn die kommt zum Beispiel beim Online-Banking zum Einsatz, wenn man sich als erstes mit dem ersten Faktor mit Benutzernamen und Passwort einloggt und als zweites muss man dann eine TAN eingeben, wenn man eine Transaktion macht. Die TAN ist oft ein physikalisches Gerät, zum Beispiel der Chip-TAN-Generator oder das Handy, auf dem man eine Mobile-TAN bekommt oder vielleicht eine eTAN-Liste. Das sind quasi physische Geräte, die muss man haben. Deshalb spricht man ja auch von dem Haben und beim Passwort von dem Wissen. Man hat also zwei Faktoren, mit denen man sich authentifizieren kann. Das hat den Vorteil, wenn euch jemand das Passwort klaut, hat er noch lange nicht den zweiten Faktor, nämlich die TAN zum Beispiel. Bei Posteo kann das ja auch passieren, wenn man sich auf einem PC einloggt und der hat zum Beispiel einen Trojaner drauf und das Passwort wird abgegriffen, mit dem man sich einloggt, hätte der Kriminelle, der das abgegriffen hat, natürlich vollen Zugang zu eurem Konto, könnte Einstellungen verändern, könnte jederzeit eure E-Mails lesen, könnte sogar das Passwort ändern und ihr hättet gar keinen Zugriff mehr auf euren Posteo-Account. Deshalb macht diese Zwei-Faktor-Authentifizierung durchaus Sinn. Da TOTP ein offener Standard ist, wird das von vielen Programmen auch unterstützt. Wir schauen uns das heute mal mit KeePass an. Man kann das auch auf einem Handy einrichten. Das ist dann noch ein Stück sicherer. Dann hat man wirklich mit dem Handy den zweiten Faktor und nicht nur im KeePass irgendwas gespeichert, weil im KeePass muss man ja beachten, da hat man ja sowohl sein Passwort wahrscheinlich drin von Posteo als auch den Code für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da ist das nicht sauber getrennt, hat aber trotzdem den Vorteil, wenn zum Beispiel ein Trojaner das Passwort abgreift beim Eingeben mit KeePass, hat er noch lange nicht diesen zweiten Faktor, der sich nämlich immer ändert. Und das werden wir jetzt gleich mal sehen. Ich habe also mein KeePass soweit schon mal vorbereitet. Hier ist mein Posteo-Account drin. Der ist mir dankenswerterweise von Posteo zur Verfügung gestellt worden für dieses Video. Ich habe Autotype eingerichtet. Wie das geht, könnt ihr in anderen Videos von mir sehen und ich kann mich jetzt hier einloggen. Jetzt habe ich also nur den einen Faktor verwendet und kann mich einloggen, denn ich habe die Zwei-Faktor-Authentifizierung noch gar nicht aktiviert. Das kann ich jetzt aber in meinem Posteo-Konto tun. Ich gehe hier oben auf Einstellungen und auf der linken Seite Passwort und Sicherheit. Scrolle ich hier etwas runter, hier habe ich dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung und die möchte ich ja nun aktivieren. Bevor wir das aber tun, müssen wir KeePass dafür vorbereiten. Ich bin deshalb mal auf die Plugin-Seite von KeePass gegangen und bin gleich zu dem Punkt KeyOTP gegangen. Das habe ich jetzt auch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Hier gehe ich auch direkt auf Downloads, mache das mal hier auf und sehe, dass die aktuelle Version von 2015 ist. Die kann ich also direkt herunterladen, seine ZIP-Datei. Kann ich direkt sagen, öffnen und hier habe ich es dann. Gleichzeitig mache ich ein neues Explorer-Fenster auf und navigiere mal auf meinen lokalen Datenträger, Programme, KeePass und gehe in den Ordner Plugins. Hier kopiere ich mir nun die PLGX-Datei rein. Das dürfte schon reichen. So, was ich jetzt machen muss, ich muss mein KeePass zumachen, speichere das und öffne KeePass neu. Jetzt sieht man schon, dass er da Plugins erkannt und geladen hat. So, jetzt bin ich wieder drin und jetzt kann ich hier mal auf Tools und Plugins gehen und sehe, dass er KeyOTP hier schon integriert hat. Okay, wie funktioniert jetzt also KeyOTP? Ist eigentlich ganz einfach, Rechtsklick auf den Eintrag und hier habe ich sowas wie Copy TOTP stehen. Und jetzt sagt er, dass TOTP noch gar nicht konfiguriert ist. Möchten wir das jetzt konfigurieren? Dann sage ich ja. Genau, und da muss ich jetzt einen Key eingeben. Was ist das für ein Key? Na, den haben wir noch gar nicht. Deshalb jetzt wieder zurück zu Posteo. Zwei-Faktor-Authentifizierung werde ich gefragt und ist nicht aktiviert. Ich kann die aktivieren, muss dazu aber nochmal mein Passwort eingeben. Da ich ja mein Passwort nicht kenne, sondern das einfach nur hier generiertes von KeePass ist, kopiere ich das hier raus, kopiere das hier rein. Sag nochmal, ja, ich habe eine Einmal-Passwort-App für die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf meinem Gerät installiert. Weil sonst kommen wir jetzt nicht mehr in unser Konto rein, wenn wir das nicht sauber machen. Hier habe ich dann den geheimen Schlüssel und den kann ich jetzt hier ins KeePass eingeben, indem ich hier nochmal einen Rechtsklick mache, Copy TOTP, nochmal auf Konfigurieren bestätigen und kopiere den hier einfach rein, mache OK. Jetzt bekomme ich ein One-Time-Passwort angezeigt und wie viel Zeit noch verbleibt, dass ich das eingeben kann. Und hier unten steht auch das aktuelle Einmalpasswort. Erst dann wird das nämlich aktiviert. So 5, 7, 6 und
701. Warum zeige ich euch das Passwort und verpixel das nicht, wie ich sonst immer mache? Ja, das ist nämlich ein Einmalpasswort und jetzt gibt es schon wieder ein neues. Das heißt, das ist immer nur 30 Sekunden haltbar. Und wenn ihr das Video seht, naja, da sind die 30 Sekunden um und ihr könnt mit dem Passwort nichts mehr anfangen. Okay, hat also alles geklappt, ist aktiviert. Ich kann hier auf Close gehen. So, dann speichere ich mir wieder mal die Datenbank, denn das ist wichtig. Diesen Key sollte ich auf keinen Fall verlieren, ansonsten komme ich nie wieder an mein Konto dran. Wir wollen natürlich jetzt mal den Login testen bei Posteo und schauen uns auch gleich an, wie wir den Autotype einstellen können. Also wenn ich jetzt meinen Autotype wie bisher mache, gehen wir mal hier drauf, kommt als nächstes die Zwei-Faktor-Abfrage. Jetzt muss ich in mein KeePass gehen, gehe wieder auf den Eintrag, Rechtsklick, Copy TOTP, dann wird der aktuelle kopiert und muss Verify machen. Soll ich mir nicht so viel Zeit lassen, weil der läuft ja ansonsten ab. So, jetzt bin ich wieder in meinem Konto drin und kann alles tun. Wenn ich jetzt nochmal unter Einstellungen gehe und unter Passwort und Sicherheit, sehe ich zum Beispiel auch, dass jetzt einige Einstellungen gesperrt sind, wo ich immer das aktuelle Einmalpasswort eingeben muss, zum Beispiel für das Deaktivieren der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Genau, gegen solche Sachen soll ja diese Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen. So, jetzt melde ich mich aber nochmal ab. Jetzt haben wir ja gesehen, wie das funktioniert. Und jetzt bearbeite ich meinen Autotype so, dass ich den zweiten Code auch gar nicht mehr eingeben muss, sondern das KeePass eben für mich macht. In dem Fall sage ich mal Override Default Sequence. Das bleibt erstmal so, das haben wir ja gerade gemacht. Username eingegeben, Tab, Passwort eingegeben, Enter. Das hat ja auch geklappt. Nur dann kommt eben diese Abfrage mit diesem Passwort. Aber da die Seite ja lädt, würde ich da mal einen Delay von 1500 Millisekunden einbauen. Das sind 1,5 Sekunden. Und jetzt gehe ich mal hier auf Edit, das ist ein bisschen einfacher. Als nächstes möchte ich dann den OTP-Key eingeben, da gehe ich hier ganz runter und klicke hier auf TOTP, wird dann hier oben automatisch eingefügt und dann wieder ein bisschen hoch und dann wollen wir das mit Enter bestätigen und jetzt schauen wir mal, ob das so klappt. So, hier wieder eingeben, jetzt kommt der Delay, jetzt kommt der Code und Enter. Und dieser Code ist jedes Mal ein anderer, also alle 30 Sekunden ändert er sich und von daher ist das gar kein Problem. Was man jetzt noch wissen sollte vielleicht, die ganzen Sachen wie IMAP, also die Protokolle, die Posteo unterstützt, sind davon nicht betroffen. Mit IMAP kann ich ja auch nur E-Mails abrufen, kann aber keine Änderungen am Konto vornehmen. Deshalb finde ich das wirklich sinnvoll. Man sollte halt wirklich dann seine KeePass-Datenbank entsprechend auch sichern, dass man den Code immer wieder zur Verfügung hat. Aber falls man einen Datenverlust hat, wenn man keinen Zugriff mehr auf diesen Code hat, kommt man auch nicht mehr in sein Posteo-Konto rein. Logischerweise, so soll es ja auch sein. Also deshalb immer schön Backups machen und dann kann da auch nichts schief gehen. Ich habe es vorhin nicht explizit erwähnt, aber als ich den Code von Posteo bekommen habe, wo auch der QR-Code war, den habe ich natürlich verpixelt gehabt und das solltet ihr auch tun. Also dieser Code sollte nicht in fremde Hände gelangen, denn dieser Code ist dafür verantwortlich, dass diese One-Time-Codes generiert werden und wenn den jemand anders hat, kann der andere natürlich auch diese Codes generieren, also den an einem gut geschützten Ort sichern.